Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen SSO-Video. Bleibt gespannt, denn heute geht es mal wieder um eine SSO-Analyse. Das heißt, wir schauen uns an, was kommt in nächster Zeit in SSO, auf was für spannende Sachen können wir uns gefasst machen, wo haben sie vielleicht irgendwelche Tipps gegeben und was erwartet uns einfach alles. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, ohne viel zu labern, steigen wir direkt ein in die heutige SSO-Analyse-Folge. Ganz viel Spaß und let's go! Zuallererst sehen wir hier die nächsten 4 Wochen an Updates. Da hat uns SSO schon einen eigenen Spoiler gegeben und das besprechen wir zuallererst. Was kommt in den nächsten 4 Wochen? Da gehen wir mal zur allerersten Woche. So, zuallererst haben wir hier den 5. Juni, also nächste Woche, beziehungsweise jetzt ist es ja schon fast diese Woche. Und da gibt es zuallererst hier ganz entspannt eine neue Eröffnung von der Disco. Ich freue mich total drauf, denn es wird alles... ja, einfach anders und besser und ich hoffe, dass dann endlich die Disco auch wieder ein bisschen mehr besucht ist. Momentan ist ja immer sehr, sehr wenig los. Und man kann hier lesen, das Regenbogenfestival wird wahrscheinlich nicht kommen, sondern anstelle dessen wird diese Mika eben in Fort Pinter sein und dort einige Quests für uns bereithalten. Und am Ende kann man noch lesen, dass das Anfangspferd, also das jorvikische Warmblut, jetzt auch, so wie sie es anhört, die neue Kleidung tragen kann, was richtig, richtig cool ist. Und weiter geht's dann auch mit der nächsten Woche. Dann am 12. Juni kommen die magischen Pferde mal wieder. Und zwar Serenus und Bronte, sehr interessante Namen. Aber ihr habt sie auch unten auf dem Bild gesehen, einen Moment. Hier kann man so einen ersten Blick erhaschen, wie die Pferde dann aussehen werden. Und die könnt ihr euch dann kaufen, die werden auch in Fort Pinter stehen. Und sie sind ganz nach dem Motto Regenbogen, wie man hier sieht. Ich bin sehr gespannt, wie sie dann final aussehen. Dann in der nächsten Woche, am 19. Juni, da kommt ein relativ kleines Update. Und zwar könnt ihr dann die Stallaufgaben, die in eurem Heimstall sind, auf dieser Aufgabentafel zusammen mit euren Freunden machen. Was sicherlich eine coole Funktion ist, aber eher ein relativ kleines Update. So, und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil das ist nur so ein kleiner Tipp. Ich lese es euch mal vor. Das Festival ist im vollen Gange. Aber zu jedem Regenbogen gehört auch etwas Regen und so sammeln sich auch die Nachtreiter. Das könnte jetzt entweder darauf deuten, dass eine neue Storyquest kommt in Bezug auf die Nachtreiter, ne? Das wäre die eine Option. Die zweite Option wäre tatsächlich, dass die Nachtreiter bei diesem Festival rund um Fort Pinter und die Disco und dem veränderten Regenbogenfestival dieses Jahr da integriert sind. Ich bin gespannt, aber auf jeden Fall hat es was mit den Nachtreitern zu tun und das finde ich erstmal sehr, sehr cool. Ich wollte mit euch auch noch ganz kurz den Gameblog anschauen, denn da hat SSO so ein bisschen gezeigt, wie das American Saddlebred entstanden ist und da schauen wir auch ganz kurz rein, finde ich sehr, sehr spannend. So, hier unten seht ihr ganz schön, wie der Entstehungsprozess war. SSO hat geschrieben, beziehungsweise die 3D-Artistin. Wie cool es war, diese Rasse ja zu gestalten, weil sie einfach sehr besondere Merkmale haben. So eine aufrechte Körperhaltung und diesen hochtragenden Schweif. Es ist einfach eine sehr besondere und sehr anmutige Rasse. So seht ihr das Ganze in Roh. Hier sind die Animationen entstanden. Und da haben wir ein richtig cooles Pferd. Keine Ahnung. Natürlich ein paar Fails bei dem Ganzen, so sah es zwischendrin auch aus, aber zum Glück kamen dann auch die fertigen Pferde raus. Ich finde es immer ganz spannend und ich finde, es ist schon einfach einen kleinen Teil des Videos wert, sich das anzuschauen, weil es ja doch mehr Arbeit ist, als man so am Anfang denkt, bis so ein Pferd dann wirklich fertig ist. Und wo wir ja gerade bei Rassengestaltung sind, da haben wir tatsächlich auch die Selfrosses, wo wir so ein bisschen reingucken konnten. Da gucken wir natürlich auch noch ganz geschwind rein. Der Entstehungsprozess war da auch super spannend, richtig cool. Hier seht ihr noch gar keine Details vorhanden und es wurde dann alles ausgearbeitet. Hier diese Adern und so weiter, es sieht einfach toll aus. Von der Rohform bis zu den Details. Und hier ganz entspannt. Auch alles, was die Rasse quasi ausmacht, wurde hier berücksichtigt. Also ich glaube, SSO macht sich da schon unglaublich viele Gedanken. Und die Übersetzung, französischer Sattel, die Selfrosses sind wirklich sehr schön geworden. Ich bin super zufrieden und das muss man an der Stelle auch mal kurz würdigen. Ein kleiner Fail zwischendurch. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, SSO arbeitet jetzt mit Discotech zusammen. Und die arbeiten an einigen Sachen. Die erste Sache, ihr seht, da werden noch sehr viele Sachen in Richtung Grafiken, Grafikdesign und alles in die Richtung kommen.
Die haben einfach dieses Interface hier quasi, diesen Startbildschirm verändert. Der sah vorher so aus und jetzt sieht er so aus. Und ich glaube, da warten ein paar grafisch richtig gute Sachen auf uns. Ich finde es so nämlich auch viel übersichtlicher. Ich habe bei euch hier auch noch einen kleinen Sneak Peek, wie die Disco in SSO dann so aussehen wird. Die Disco wird eher so in Richtung echte Disco. Also ihr seht hier die LED-Lights im Hintergrund, die Couches sind irgendwie immer noch da, aber es ist alles so in einem ganz anderen Ton, lila, blau, schwarz, so leuchtend, LED-mäßig und vor allem, ja, ihr seht hier, der Hintergrund ist dunkel, es wirkt wirklich so wie eine richtige Disco und ich freue mich total. Ich glaube, das ist das Update, was am besten wird oder hoffentlich am besten wird von den Ganzen. Und auch hier seht ihr in Nahaufnahme nochmal diese neuen magischen Pferde. Und ganz besonders gefällt mir das da und das da. Das sind ja auch quasi die neuen. Und wir sehen hier, es sind einfach Flügel an diesem Pferd und das sieht aus wie so eine Gewitterwolke. Richtig cool, vielleicht zieht da sogar eins bei mir ein. Aber bevor der ein oder andere traurig sein wird über diesen Pegasus hier, er wird, die SSO hier bestätigt, nicht fliegen können, leider. Und die Flügel sind einfach nur zur Dekoration da. Spannend an der Stelle auch, hier hat eine SSO-Spielerin, ich habe es euch jetzt mal übersetzt gesagt, Moment mal, diese Kreaturen auf dem letzten Foto erinnern mich an unseren vierten dunklen Reiter und SSO hat dann, also ja, es ist so ein bisschen für mich eine Bestätigung, dass es was mit dem vierten Nachtreiter quasi zu tun hat. Und zwar diese süßen Kreaturen hier. Ich bin gespannt und es spricht ja schon wieder dafür, dass es weitergeht mit der Story-Quest. Mit unserem Anfangspferd, oder was meint ihr? Ich habe auch noch einen sehr interessanten Hinweis gefunden in Bezug aufs Regenbogenfestival. Da schreibt SSO nämlich keine eindeutige Antwort. Es hat eine SSO-Spielerin gefragt, ob jetzt das Regenbogenfestival nicht kommt. Und dann haben sie gesagt, ich übersetze es euch mal, dass es quasi einen Twist geben wird. Okay, es ist wirklich schlecht übersetzt so, also es wird einen Twist geben, sie verraten noch nicht so viel, aber sie verneinen nicht, dass das Regenbogenfestival gar nicht da sein wird. Vielleicht ist es so eine Kombination mit diesem Fort Pinter Festival und der Mika, die dann eben in Fort Pinter sein wird, aber irgendwie verbunden mit... Oh, ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, es wird gut. Zum Abschluss kann ich euch noch sagen, es gab so eine Aktion von SSO, wo viele auch mitgemacht haben und da muss ich sagen, oder wollte ich einfach mal sagen, dass ich es echt ein bisschen schade finde, wie die Reaktion darauf war. Es sind einfach in den Kommentaren total viele Leute, die sagen, was das alles für 50 Starcoins und sehr, sehr, sehr viel Negativität, muss ich einfach dazu sagen. Natürlich auch ein paar, ja, positive Kommentare, aber also... sehr, sehr schwierig. Und ich finde irgendwie, ja, SSO macht nicht mehr so viel. Wir kriegen nicht mehr 1000 Starcoins zu Weihnachten oder so. Aber es gibt trotzdem noch sehr, sehr viel sehr, sehr Gutes. Und ja, ich finde es schade, dass man sich darüber nicht freut, sondern sagt, was, nur das? Irgendwie unschön. Und ich dachte, ich nehme es noch in das Video mit rein, um euch zu sagen, vielleicht sollte man mit einem anderen Blick drauf schauen, weil am Ende des Tages sind es 50 plus 15 plus 10 Starcoins und dann sind es ja auch wieder fast 100 und ganz ehrlich, das sind fast eine Woche Starcoins und das ist doch absolut besser als nichts. Und wenn wir schauen, wie es um SSO finanziell steht, ist das trotzdem eine echt coole Aktion. Oder was meint ihr, bin ich da auf der falschen Fährte? So ihr Lieben, und das war tatsächlich auch schon die heutige SSO-Analyse-Folge. Es waren viele spannende Sachen dabei. Und ich würde sagen, schreibt jetzt mal in die Kommentare, auf was ihr euch in Zukunft am meisten freut. Bei mir ist es definitiv das Update, was jetzt nächsten Mittwoch kommt. Und zwar ist es die Fort Pinter Disco. Und aber auch tatsächlich, und das ist echt eine Ausnahme, die neuen magischen Pferde. Denn die sehen zur Abwechslung mal richtig, richtig cool aus. Der Pegasus und dieses Gewittersturmpferd hat... Ach, die haben einfach was so richtig Cooles an sich und ich glaube tatsächlich, auf einem meiner Accounts wird eins der Pferde einziehen, weil die sehen einfach schon super besonders aus. Schade natürlich, dass sie nicht fliegen können, aber war ja irgendwie klar. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ansonsten würde ich sagen, war es das mit der heutigen SSO-Analyse-Folge und allen Informationen, die ich so gefunden habe. Ihr könnt mir übrigens immer sehr gerne, wenn ihr irgendwas Interessantes Neues entdeckt, über Instagram schreiben, da heiße ich nali.kiss. Und mir das über DMs weiterleiten. Ansonsten jetzt aber wirklich einen wunderbaren Tag euch allen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Macht's gut!